Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist gerade ein bisschen cringe, denn ich stehe hier neben so einer Landstraße, ganz gemütlich auf dem Parkplatz. Wir haben jetzt die ersten 161 Kilometer überstanden bei 30 Grad. Bin durchgehend mit offenem Schiebedach gefahren, egal ob bei 80 oder bei 220. Ich weiß nicht, ob ich brüll. Also ich habe einen Tinnitus und ich empfehle es niemandem. Ich werde mir jetzt erstmal Leute suchen, die irgendwie die Klimaanlage wieder an den Start bekommen. Denn, Freunde, ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin im Harz angekommen. Der CL ist im Harz angekommen, aber hat im Stau mein PDC angefangen zu piepen. Das ist das Erste. Dann das Zweite, das Rucken wird immer schlimmer mit dem Getriebe. Und der Auspuff wird auch immer unerträglich lauter. Ich weiß nicht, ob sich da was frei brennt oder... Das glaube ich jetzt nicht, ne? Leute, das geht ab. Was ist denn hier los? Der hängt komplett und der hat sich komplett in die Stoßstange... Alter, was? Nein! Ey, no joke! Oh Mann, ey! Sieht ja jetzt noch schrecklicher aus als vorher. Guckt euch das an! Nein! Oh Mann, da muss wohl echt mal ein Bodykit her. Sehr krass sind auch die Winterreifen auf jeden Fall. Und die aus... Nee, ne? Und die... Egal, ich vollende kurz den Satz, dann zeige ich euch. Ey, no joke, ich fasse das gerade nicht, ne? Also, okay, um zurück auf den Punkt zu kommen. Die Spurstangen oder sonst was ist so ausgeschlagen, dass jedes Mal, wenn man ab 200 runterbremst, man so im Auto sitzt. Aber irgendwie hat man es auf jeden Fall noch unter Kontrolle. So, und jetzt muss ich mal gucken, was hier los ist. Ich weiß, es sieht extrem aus, als hätte ich das jetzt gerade alles gestaged. No joke, es ist nicht gestaged und ich feier, also ich weiß nicht, was soll das? Warum fliegt denn hier alles raus? Deswegen auch der PDC, wisst ihr? Nee. Nein, jetzt ist der PDC da reingefallen. Da muss ich mir auf jeden Fall mal ein bisschen Kleber besorgen. Und der hier war halt Real Talk schon immer ein bisschen locker. Ach so, der ist da unten rausgebrochen. Deswegen. Da muss ich den eigentlich auch mal kleben. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache. Ob ich den jetzt so dran lasse? Nee, der wird direkt wieder abfliegen. Ja, dann werde ich jetzt wohl oder übel meine Reise so fortsetzen müssen. Aber immerhin, das ABC-Fahrwerk, es steht wie eine Eins, Freunde. Quasi von selber repariert hier. Ein Level. Guckt euch das an. So gerade stand der Wagen noch nie. Ich schwör's euch. Und auch temperaturtechnisch und so. Wir haben die ganze Zeit 30 Grad. Ich gebe dem Ding nur Knallgas. Wirklich nur. Also nicht Kickdown mit dem Punkt, sondern ich gebe einfach Vollgas immer. Er hält die Temperatur super. Ich habe jetzt hier schon halben Tank verbraten. Da haben wir einen Durchschnittsverbrauch von 11,8 Litern. Baba-mäßig. Ich fahre jetzt auf jeden Fall erstmal da, wo ich übernachte. Und dann besorge ich mir morgen früh irgendwelche Sachen, um das zu reparieren. Und ey, guckt euch den Auspuff an, wie weit der raushängt und wie... Oh Mann, Freunde, let's go. Guten Morgen, 8 Uhr Sonntag. Ich habe die letzten zwei Nächte im CL genächtigt. Das Ganze sieht so aus, ich habe hier ja eine Memory-Funktion. 1, 2 oder 3. Und da habe ich spontan mir mal so einprogrammiert, dass der Sitz so weit nach hinten geht, wie es nur geht. Ich zeige es euch nochmal ohne Kissen. So. Dann habe ich zusätzlich hier hinten das Sitzpolster rausgenommen, damit das Leder der Rückenlehne nicht gegen das Leder der Rücksitze drückt. Eine Gartenliegenauflage meiner Mutter geliehen. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Die tut auch ganz gut ihren Job. Die erste Nacht fand ich richtig schrecklich, um ehrlich zu sein. In der zweiten Nacht habe ich mich schon ein bisschen daran gewöhnt und mich ein bisschen mehr hier so reingelegt. Ich habe tatsächlich jetzt sogar noch wildere Pläne, was den CL-Wohnmobilausbau angeht. Man könnte ja rein theoretisch eine Schaumstoffmatratze zu Würfeln schneiden und die Würfel dann in Kombination mit hier umklappen nach vorne hier einfach so verteilen, dass man hier hinten quasi so eine Fläche von da bis hier hat. So sieht das Ganze jetzt nochmal außen betrachtet aus. Ah ja, gut. Jetzt sieht es natürlich gar nicht so gemütlich aus, wie es mal war. Jetzt heißt es für mich erstmal 8 Uhr morgens auf den Sonntag. Ich fahre jetzt erstmal zu McDonald's, schneide für euch das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Dann geht es weiter Richtung München heute Mittag. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, das Wetter wird heute nicht allzu heiß. Die Klimaanlage funktioniert immer noch nicht. Vielleicht finde ich noch irgendjemanden, der mir die instand setzt. Ich halte euch auf dem Laufenden, Freunde. Ich glaube, Hagen ist sogar schon wach. Irgendwas bewegt sich da auf dem Beifahrersitz.
Aber gut, werden wir ihn mal wecken. Gute Freunde, wie wir sind, morgens um 8 Uhr. Da vorne pennt auch noch Jenrik. Erstmal anhauen, die Möhre. Ups. Oh ja, stimmt, den Service muss ich auch noch zurücksetzen. Cool. Erster kurzer Zwischenstand, Freunde. 61 Liter sind drin. Auch die letzten. Oha, jetzt darf ich aber nicht lügen. Lass mich kurz gucken. 61 Liter auf 440 Kilometer. Ja gut, also mit Hypermiling hat das definitiv nichts zu tun, was ich hier aktuell betreibe. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen meinen Gasfuß in den Zaum kriegen. Kilometer sind geschafft. Ich weiß gerade nicht, wo wir sind. Wir sind auf jeden Fall schon in Bayern. Aber der Auspuff, den muss ich jedes Mal wieder bei jeder Pause rausdrücken. Der frisst sich hier immer mehr in die Stoßstange, weil die rechte Bank hängt ein bisschen. Da muss ich auf jeden Fall vor unserem Trip nochmal ran. Das wird echt nicht einfacher. Ohne Klimaanlage fahren macht auch gar keinen Spaß hier. 752 Kilometer. Max, was ist das Nervigste an Hotels? Überteuerten Minibus. Sehe ich absolut genauso. Inoffizieller nächster Tag und der erste offizielle Zwischenhalt hier bei Infinitas Power. Ja, einige kennen die wahrscheinlich aus dem BMW Tuning Bereich. Ich mache jetzt hier gerade noch meinen Auspuff. Der sitzt jetzt wieder einigermaßen gerade. Wir haben unten noch eine Schelle befestigt. Marius ist auch am Start, RB Engineering. Der ein oder andere kennt ihn als den CL-Boss. Der Typ, der einen CL hat, der nicht 2000 Euro kostet, der, ich möchte sagen, besseren Zustand ist. No front. Ich bin schon ein bisschen neidisch auf die Folie, also muss schon sagen. So. Meiner sieht zu Standard aus, bisschen, ne? Auf jeden Fall, wir suchen jetzt gerade noch Auspuffgummi, um Folgendes zu machen. Den Schalldämpfer haben wir jetzt einigermaßen so positioniert, dass er sich nicht mehr komplett reinbrennt. Und den Schalldämpfer wollen wir jetzt so machen, dass es wenigstens wieder gleich aussieht. Jetzt haben wir uns überlegt, dass wir da oben einfach ein Gummi zwischenquetschen, sodass das Ganze natürlich auf Druck ist, aber jetzt nicht unbedingt schallmäßig irgendwas in den Innenraum überträgt. Wundere mich nur ein bisschen, wenn der Schalldämpfer halt den hier macht, dass es das dann komplett war. Aber Hauptsache, die hängen irgendwie gleich, ne? Jungs, ich habe es geschafft. Wer hätte es gedacht? Fast 1000 Kilometer und ich sehe endlich Berge. Für mich als absoluten Nordmenschen wirklich jedes Mal wieder komplett faszinierend. Leider hat der CL ja mittlerweile einen neuen Mangel. Nämlich ist hier eine Gummilippe abgeflogen, die das Fenster abdichtet, weil das Fenster geht ja immer ein Stückchen runter, wenn man einsteigt. Und leider hat das Gummi so weit blockiert, dass das Fenster nicht mehr geschlossen hat. Dadurch, ja, hatte ich die ganze Zeit Ruhe im Chat hier. Ein sehr unschönes Rauschen, gerade wenn wir schnellere Geschwindigkeiten gefahren sind. Mal gucken, wie ich das wieder hinbekommen werde. Ja, 1025 Kilometer sind geschafft. Mein Fenster hat es auch geschafft. Das ist auf jeden Fall die absolute Profilösung. Ich glaube, man sieht es ein bisschen im Gesicht. Mir ist dezent heiß, ohne Klimaanlage. Guckt euch die Berge an. Einfach die Hüb. Marius hier die ganze Zeit. Also seine Farbe macht schon ein bisschen Konkurrenz dem CL auf jeden Fall. Wir sehen einfach aus wie fahrende Smarties. Mit dem M4 in Orange ist es dann noch ein bisschen krasser. Salut Junge, drück mal. Marius setzt mir jetzt noch einmal meinen Service zurück, weil der, Vorsicht, das könnte ein bisschen nass sein, trotz Sitzkühlung. So warm da drin in der Butze. Oha, so einfach geht das? Ja. Meinst du das Ding explodiert gleich? Ehre. Meinst du das Ding explodiert gleich, oder? Ja, also wenn ich dich gleich nochmal abziehe mit dem CL auf der Autobahn. Was macht 100, dein Wandler? Mein Wandler, der ist am Pumpen. Aber 100 auf 200 hier? Der ist zügig. Aber man weiß ja, V8 oben rum, die haben immer noch Power, ne? Geht echt gut. Genauso wie Hagen sein. Einen wunderschönen guten Morgen aus Österreich. Ich habe es tatsächlich gestern geschafft, noch über die Talstraßen zu kommen. Hinter mir war die, beziehungsweise vor mir, ich will jetzt hier nicht falsche Wahrheiten verbreiten, war Zallo hier mit seinem 400 PS Ford Fiesta ST und Marius mit seinem A45 AMG 4MATIC Plus. Und ich muss wirklich sagen, der CL kam nicht nur ins Schwitzen,
sondern die Reifen, ich bin ja auf Winterreifen unterwegs, komplett am Quietschen. Alle Gummis waren sowas von ausgeschlagen, ich war sowas von am Limit. Das war echt nicht mehr lustig. Und dann habe ich den Jungs gesagt, okay, wir haben ja die ganze Zeit so Walkie-Talkies, okay Jungs, fahrt vor. Alles gut, ich fahre hinterher. Und davor hatten wir halt noch so ein Passat überholt und dann hat der Passat mich eiskalt gejagt und noch überholt. Ja, was soll ich halt sagen, ne? Ist halt ein 2-Tonnen-S-Coupé, was man da irgendwie auf China-Reifen durch die Pässe schiebt. Ja, das war schon ziemlich, ja, da habe ich mich schon ziemlich, da habe ich mir schon ziemlich gewünscht, wieder zurück nach Hamburg zu können, wo ich vor den Shisha-Cafés einfach drauf trete. Heute geht es weiter. Hagen hat sich gestern ein bisschen verfahren, deswegen ist er ja später dazugestoßen. Heute geht es weiter, wieder in der absolut großen Trödeltruppe hier. M4 mit, keine Ahnung, 700, 800 PS. Gut. Hagen mit der S-Klasse und dann haben wir da noch einen M3-Kompressor-Umbau. Dann, ja, würde ich mal sagen, ich wünsche mir auf jeden Fall sehr viel Glück, weil ich kenne mich und ich weiß früher vom Motorradfahren, dass ich immer irgendwie versucht habe, ans Limit zu kommen. Ich hoffe einfach, dass der CL und ich den heutigen Tag überstehen werden. Hier ist auch unser wunderschönes Hotel, wo wir gestern noch den ein oder anderen Livestream gemacht haben. Bam! Bam! Bam, Junge! Aber es ist echt schon eine sehr, sehr schöne Aussicht hier. So, was ich noch sagen wollte, ich bin die ganze Zeit natürlich auf ABC Sport gefahren. Das hat auch wunderbar funktioniert und ich habe jetzt 1151 Kilometer. Wir fahren jetzt heute direkt weiter zum Wörthersee. Ich freue mich. Ah, Jungs. Jetzt Runde gegen den M4 in den österreichischen Alpen. Ja, gib Gas. So Jungs, kurz 2 Minuten 30 Zeit in Österreich, ist Gott sei Dank immer die Zeit an den ganzen Ampeln. Wir sind gerade ein bisschen durch die Spitzkehren gedüst. Ich mit dem CL, Marius voraus mit dem A45 und hinter mir der Infinitas M4. Das war auf jeden Fall eine sehr komische Erfahrung. Ich war sehr, sehr oft im ESP, weil die Reifen, also du meintest, weil er vorne rüber drückt. Ja, ne? Ich habe das an meinem auch schon gehabt. Wenn du wirklich sportlich fährst, da vorne ein bisschen drücken, dann bremst das äußere Rad oder sowas halt ein. Ja. Bei mir hat es sich eher angefühlt, dass wenn ich wieder, wieder aufs Gas gegangen bin, dass er so und so wüst eingekuppelt hat, dass er hinten einfach einen Schlag bekommen hat. Das kann auch weil sein, das Getriebe ja wirklich übel rumhakt hier in den Bergen. Gerade so, wenn ich berghoch fahre und er dann aus Versehen einen Gang hochschaltet und dann merkt, ah nee, der Gang ist zu hoch und dann wieder einen runterschaltet. Ja. Boah, das ist ein Knall. Das geht wirklich durch den ganzen Antriebsstrang. Boah, ich hoffe einfach, dein Getriebe überlebt die Tour, ne? Alter. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Mich würde echt mal interessieren, was ich für Getriebetemperaturen aktuell fahre. Dadurch, dass der Wandler ja auch immer am Pumpen ist und okay, wir haben zwar noch anderthalb Minuten, aber da kommt jetzt Gegenverkehr. Aber ich muss echt sagen, es war deutlich entspannter, ohne euch zu fahren, Jungs. Also alleine habe ich mich gefühlt, als hätte ich einen heftigen Sportwagen am Start. Ja, und wir haben dich angeheizt, wenn ja, du auch drauf drückst. Ne? Also hier, wenn man das Ding im Rückspiegel hat, da hat man halt wirklich gar keinen Bock mehr. Ne? Da möchte man einfach nur rechts ranfahren und ciao, yalla. Ja, komm, mach, Junge. Mach. DL500 baut ihr auch um, ne? Habt ihr da? Da kommt noch was, du. Oh, Junge. Ampelstart. Let's go. Die Leute gucken schon und filmen schon. Es ist auch wirklich eine sehr interessante Truppe, die wir hier haben. Hoffentlich. Oh Junge! Turbo-Zallu hier, Turboloch-Zallu am Start. Oh Freunde, es ist ja zu wild. Berge sind auf jeden Fall eine super Sache, wenn man nur bergab rollt. Dann kann sich eigentlich jeder wirklich den CL-Sprit leisten und muss nicht wie ich die ganze Zeit auf Reserve rumfahren. Okay, ja, wir drehen gerade eine Challenge, wer am wenigsten verbraucht. Wir sind gerade auf dem Weg zum Wörthersee und ja, ich habe mich dazu entschlossen, hier hinter dem Alpha hinterher zu schleichen. 40 Minuten vorm Wörthersee, Karre wird immer lauter, der Auspuff hängt immer mehr. Die Schelle unten hat sich gelöst einfach. Ich hoffe, das hält jetzt noch und ich verliere den Auspuff nicht. Das sind genau die richtigen Kurven für mein kleines S-Coupé Shisha Café Presenter Fahrzeug hier. Alter Schwede. Guckt euch das an, Leute. Immer diese ganzen Tuning-Karren hier, die nicht mal über eine Bodenwelle kommen. Jungs, einfach hier. Einfach rüber. Oh Mann, Jungs. Komm, mach, Junge. Junge, Salut. Ich freu mich immer. Oh, scheiße, ich bin unterwegs, weil ich auf der Kante.
Das war natürlich alles der CL. Ich würde mal sagen, wir haben ein Problem, denn die Hoteleinfahrt, danke Hagen, ist komplett, geht hier den Berg hoch. Wie die Jungs das schaffen wollen mit ihren tiefgelegten Karren, da bin ich auf jeden Fall mal sehr Oh, die Lippe. Ah, kann man das Ding nicht hochpumpen oder so? Komm hier nicht lang mit deinem kleinen BMW. Tja, eben kein 500er Daimler Coupé. Moin, moin, meine aktiven Freunde. Grüße vom Wörthersee. Der CL hat es tatsächlich zum Wörthersee geschafft. Ohne größere Blessuren, beziehungsweise der Auspuff ist dran geblieben, während sich andere Car-Influencer damit beschäftigen, dass ihr AMG einfach viel zu viel verbraucht, trotz kleinem Vierzylindermotor. Oder Hagen sich darüber beschwert, wie dreckig seine Karre ist, habe ich mich dieses einen schönen Morgens auf diesem Ferienhotel Wörthersee Parkplatz meinem CL-Auspuff gewidmet. Die ganzen Schellen nochmal nachgezogen und sowas. Und ich muss sagen, er ist tatsächlich zum allerersten Mal fest. Ja. Jetzt geht es auf jeden Fall weiter über irgendwelche Passstraßen Richtung Italien. Wir haben knapp 4 Stunden Fahrt vor uns. Vorher nochmal tanken und mit dem CL zum allerersten Mal in eine Waschstraße fahren. Grundsätzlich Wörthersee finde ich auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Gegend. Gefällt mir. Und ich bin wirklich schockiert, wie viele Karren hier Straightpipe fahren. Also das finde ich echt krass, dass da nicht gegen angegangen wird. In Hamburg fühle ich mich mit dem CL schon auf jeden Fall im oberen Drittel der Lärmbelästigung. Und hier bin ich einfach, ja, eine leise Karre. Hier sieht man auch, wie viel Staub sich einfach durch die Passstraßen auf meiner Folie gesammelt hat. So dreckig war die Karre noch nie. Aber sie sorgt auf jeden Fall für ein paar belustigte Blicke hier unten im etwas prüderen Österreich. Komm, mach, Junge. Ah ja, stimmt, die Leiste, die habe ich jetzt einfach wieder festgemacht. Die lockert sich aber auch schon wieder. Wir sind jetzt am Wörthersee aufgebrochen und ich scheine mehrere Probleme noch am CL zu haben. Einerseits hat jetzt die Handbremse angefangen, massiv quietschende Geräusche zu machen, was insbesondere sehr nervig ist, wenn man auf irgendwelchen Parkplätzen vorfährt. Zum anderen habe ich so ein buckelndes Geräusch. Ich weiß nicht, ob man es hört. Das ist jetzt der Auspuff, weil ich den anders montiert habe. Schlägt der jetzt gegen den Hauptrahmen, also die Kofferraumwanne. Das sind meine zwei... Ja, du kannst immer gerade ausfahren, 2 Kilometer. Zwei aktuell größten Probleme. Ich glaube, man hört es leicht, ne? Ja, und dann, natürlich noch der Infinitas M4 vor mir, der mir einfach die komplette Show stiehlt. Das Ding ist so saulaut. Diskussion auf dem Parkplatz, weil Zello wieder den Vollassi raushängen lässt. Junge, was ist los bei dir? Amine! So packt man hier. CL500 genauso, Digga. Ah, guck mal, hier ist ein Parkplatz für mich. Louis. Wir sind wie anderen YouTuber, ihre Karren jetzt sogar mit Felgenreiniger und sowas sauber machen. Habe ich hier das gute alte Discountwasser und meine billigen Tücher und wische hier ganz entspannt meine Felgen sauber. Die Stunde der Wahrheit. Alle anderen waren jetzt schon in der Waschbox. Oh, warum musst du denn? Alle anderen waren jetzt in der Waschbox. Jetzt CL zum allerersten Mal mit meiner Folierung. Erstmal hier alle Luken dicht machen. Oh Mann, bin sehr gespannt. Hoffentlich platzt jetzt nicht alles ab, weil hier habe ich ja nicht grundiert, kein Klarlack, gar nichts drauf. Hier unten ist er halt schon echt dreckig, also da muss ich schon ein bisschen drauf halten. Ich bin gespannt, wünsch mir Glück. Jungs, ich habe ihn komplett, also wirklich ohne Rücksicht auf Verluste, mit Wachs abgesprüht und sowas und auch mit Reiniger. Und ich muss sagen, die Folie hält das Ergebnis, also die nasse Folie, man sieht es jetzt nicht richtig, komplett nice aus, in real life. Kein bisschen Lack irgendwo abgeplatzt, also ich sehe zumindest keine Stelle. Schockgesell. Einfach der Hübsche, ne? Einfach der Hübsche Wagen. Einfach wunderschön, ich fahre ihn kurz raus in die Sonne. Yeah, Maximiliano, Kinderzimmer Records, 2020. Ich habe 100.000 Abos, Jungs. Oh Mann. ADHS-Squad des Jahrtausends hier. Ja Mann, CL 500. Hallo Leute, herzlich willkommen in Italien. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich weiß nicht, was genau da abgeht, aber auf jeden Fall fährt der CL aktuell sich sehr komisch und es klingt auch sehr komisch. So, als würde die Karre jeden Moment auseinanderfliegen. Ich werde es beim nächsten Mal überprüfen. Macht halt die ganze Zeit durchgehend so schleifende Geräusche. Mal gucken. Aber immerhin, ich bin schon in Italien. Ich habe jetzt schon 1570 Kilometer geschafft. Jeden Kilometer, den ich weiter wegfahre, den muss ich auch noch zurückfahren. Also das wird auf jeden Fall sehr sportlich.